So, guten Morgen und willkommen zum zweiten Tag vom Grand American Coastal Road Trip durch die USA. Wir sind jetzt hier in Houston, Texas losgefahren und haben heute einige Stops auf jeden Fall geplant. Und die ersten beiden sind keine Counts. Nee, was ist da los? Wir halten jetzt einmal kurz beim Space Center in Houston an, schauen uns das einmal von außen an. Wir haben auch erst um 8, also es hätte noch nicht mal offen, aber wollen wir zumindest mal gesehen haben. Dann geht's weiter natürlich zum Highlight hier für Leon, der kennt's noch nicht, und zwar Walmart. Walmart. Einmal komplette Reizüberflutung, aber heute auch ebenfalls zwei Freizeitparks geplant. Wir gehen gleich erstmal zu... Nein, ja, der erste Freizeitpark ist wohl nicht meine Achterbahn. Aber eine besondere Achterbahn. Und der zweite Freizeitpark ist dann aber deutlich größer. Bisschen. So ein paar Bahnen haben sie dann doch. Aber das heißt, da nehmen wir euch heute mit, aber wir haben noch ein paar Stunden Fahrt vor uns, also damit erstmal viel Spaß. Los geht's. Yeah. Gib Gas. Da sind Power. Amerikanische Pferdestärken. Aber die Straßen sind nicht der letzte Müll hier. Da immer nur am so Beschweren. Schlaglöcher drin oder Pfützen. Jetzt geht's ab, Alessio. Meine erste Walmart-Experience. Wie toll. Das ist einfach viel zu riesig hier drin. Und die haben einfach nur so XXL-Packungen. Und wie viele Sorten die einfach haben. Das sind nur Chips, das hier alles. Krass. Boah, schon eine richtig hässliche Gegend. Aber da steht auf einmal dann so ein Woody. Das ist ja so weird. Und ein fetter Wasserturm. Boah, der Drop sieht aber auch echt stark aus. Der ist steil. Und der Spike. Man könnte sich echt keine schönere Gegend aussuchen, um einen Freizeitpark zu eröffnen. Oder? Ja, das ist so hässlich. Und dann hat man auf einmal einen Woody mit einer Spike. Das ist der einzige Woody der Welt, der überhaupt einen Spike besitzt. Das ist ja schon verrückt genug. Das heißt, das Ding fährt einfach einen kompletten Teil rückwärts. Und ich weiß nicht gar nicht genau, wie das läuft. Hat das Ding wahrscheinlich einen Switch-Track irgendwo? Nach dem Drop ist ein Switch-Track. Krass. Okay. Hört sich den Drop wieder hoch. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Da sind wir mal echt gespannt auf das Ding. Wetter ist wieder so, naja, regnet wieder, aber mal schauen. Sehr interessantes Eingangsgebäude auf jeden Fall. Krass. Okay, drin angekommen gibt es erstmal eine riesige Arcade. Und ein Playhouse. Geil. Dickes Trampolin und Kletterdings. Wild. Das Kletterhaus hier sieht auch richtig gut aus. Schau mal. Ey, das geht ja richtig hoch. Das ist das für Lars. Das sind die Gravity-Kurven, die ich kenne, die so richtig eng sind. Und das ist quasi derselbe Zug, den wir auch im Park St. Paul vorfinden. Aber der Zug ist nirgendwo. So, was kann das Teil? Das ist ja witzig. Fahrt war vollkommen in Ordnung, ja. Schöne Airtime. Aber Steilkurve, so 90 Grad an der Wand. Aber rückwärts, wenn man so ein bisschen da zu wenig Geschwindigkeit hatte. Da der Drop da rückwärts, hinten. Das wird gut. Der könnte gut sein, ja. Boah, jetzt hier der Switch-Track. Ist ja auch cool. Holzachterbahn. Das ist echt falsch. Ja. Das ist eine coole Bahn. Sehr geil. Direkt nochmal.
So, I just rode the world's only wooden shuttle coaster. Das ist true, weil das gibt's nicht nochmal. Und das war sehr cool. Denn, also erstmal, diese Züge sind, glaube ich, die kleinsten Holzachterbahnzüge der Welt, weil es sind einfach nur 4 Reihen. Außer Holz mit den Mäusen. Halt. Ja, gut. Nee, aber richtig cooler, kleiner, aggressiver Woody vor allem noch. Du hast den Drop in der letzten Reihe, auch wenn es nicht viele sind. Gute Airtime. Aber hast echt gute Airtime. Dann diese eine Overbank ist cool, vor allem rückwärts. Ja, rückwärts ist echt ein bisschen komisch, da rückwärts durchzufahren. Und der Spike, also vorne besser, COG, dafür der Drop hinten besser. Aber das schöne stimmt. Bahn. Richtig schöne Bahn. Also vor allem, wenn man keinen Platz hat und so eine längere Fahrt haben kann. Das ist so eine lange Fahrt, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie noch so lange ist. Also können sich gerne mehr Parks einstellen. Stahlunterkonstruktion, deswegen jetzt auch nicht so viel Wartung. Schnell, nicht so rough, wie man denkt. Fährt rückwärts vollkommen in Ordnung, fährt vorwärts vollkommen in Ordnung. Und ist halt skurril. Skurril und aggressiver, als man denkt. Also, richtig cooles kleines Ding. Ein bisschen random, warum der hier steht. Weil sonst halt ist das wirklich nur diese kleine Indoor-Halle. Aber falls ihr von Houston Richtung San Antonio fahrt, kann man das super mitnehmen. Ja, liegt auf dem Weg bei uns zum Beispiel, wenn man von Houston nach San Antonio fährt. Oh ja, hier hatten wir auch richtig coole Views. Wenn wir jetzt noch Besucher hätten. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein paar Mal fahren, damit wir überhaupt Aufnahmen haben. Kannst auch keinem erzählen. Ja, naja. Ah, cool, hier ist der Tunnel. Ja, wäre es nicht schon random genug, dass so ein Park hier so eine krasse Achterbahn hat? Hat die Spielehalle hier auch doch irgendwie 2 Wasserrutschen und dann war es das aber auch. Und die Wasserrutschen wollen wir uns jetzt mal angucken, weil die sehen auch sehr skurril aus. Konnte ich den denn vergessen? Noch ein Drop Tower von St. Perla. Und Go-Kart Track. Und dann diese komischen Türme hier. Hier sieht man mal, wie krass diese Overbank eigentlich ist. Die ist halt wirklich Overbank. Das kommt dir gar nicht so krass Eine vor. Eine Lüge diesmal. Ja. So, jetzt ist noch der Wasserrutschenturm. Ganz suspekt. Ah ja, hier haben wir eine Go-Kart-Bahn. Oh, mit 2 Etagen sogar. Cool. Also da, tatsächlich ist da hinten noch eine Master Blaster Rutsche, aber mit komplett weirden Booten, wenn man das überhaupt erkennen kann. Ich kann auch keinen Hersteller zuordnen. Das sieht aus wie so Harakiri-Boote. Das sieht aus wie Eigenbau. Ja. Wilde Sache. Ich fahr die Go-Karts jetzt. Übergänge sind wie die echten Straßen hier. Ja. So, das war's dann auch von ZTTs und ich würde mal sagen, skurril. Definitiv. Hässlich. Auch. Abgelegen. In der richtig ekelhaftesten Gegend hier bis jetzt. Ja. Aber der Woody war ganz gut und einzigartig, skurril und aggressiv tatsächlich auch. Also hatte ordentlich Tempo drauf, hatte Kräfte. Intensiver als erwartet, definitiv Airtime. Lange Fahrt. Also auf dem Weg nach San Antonio kann man den gerne mal mitnehmen, weil liegt halt ewig. Also auf unter, der Strecke. Unter einer Stunde von Fiesta Texas entfernt. Ist halt nur was teuer. Also ich weiß nicht, was wird der kosten, wenn man den einmal fährt, das weiß ich nicht. Kann man das überhaupt? Das ist die andere Frage. Haben wir mit $20 bezahlt? Doch, ich denke schon, weil du kriegst ja hier so ein Wristband. Ja. Und ja genau, wir haben gerade $20 bezahlt für quasi den ganzen Tag damit fahren zu können. Also klar, dann musst du schon ein paar Fahrten machen, damit das rentiert. Ich habe halt 6, ich habe 5, okay, bei 6 Fahrten, das sind unter 5 Euro pro Fahrt. Das geht dann wieder, ja. Das ist wieder in Ordnung. Wenn du den ganzen Tag hier bist, dann geht's echt klar. Ja, das schon. Ich weiß auch nicht, was ein Wristband für alles hier kostet. 35 was, oder 36. Das ist aber schon eine Menge. Ja. Beschwert euch nicht mehr über europäische Parks. Nee, ich weiß es halt auch nicht. Warte, war es überhaupt? Da kommt auch noch Text drauf, safe. Wahrscheinlich schon. Oh, ist ja noch dann mehr. Ist ja noch teurer. Da muss ich mal gleich gucken, wie teuer es war. Naja, egal. Wir fahren jetzt auf jeden Fall in den ersten großen Highlight-Park der Tour. Ich weiß nicht, ob ich den sogar als einzelnen Vlog mache und das hier nur so ein kleiner Vlog wird. Aber das wird, glaube ich, wieder zu klein. Ich gucke einfach mal, wie ich das schneide. Falls ich das als kleinen Vlog gemacht habe, dann sage ich dir schon mal danke fürs Zuschauen. Und gebt ihr gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Für uns geht es aber auch weiter. Endlich. In den ersten großen Park der Tour. Nämlich ist das Six Flags Fiesta Texas. Und da stehen eigentlich sehr, 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 sehr viele Highlights. Und auch skurrile und coole Highlights. Zum Beispiel Iron Rattler, Wonder Woman und. Also, wir sehen uns dann da. Ciao.